Ja, also genau, wir müssen jetzt ein bisschen den Bogen wieder zurückkriegen zum, ja, nicht nur zum Humor, darum geht es ja gar nicht, sondern geht ja vor allen Dingen oder soll ja vor allen Dingen darum gehen, wie viel Umwege sind sozusagen erlaubt. Was verstehen die Menschen da draußen? Du hast ja gerade die tolle Kampagne mit dem Song eben schon uns auch erzählt. Und das ist in der Tat auch, als ich eure Kampagne jetzt nochmal mich intensiver damit beschäftigt habe, gerade mich gefragt habe, wie wird denn aus dem Hä ein Aha-Erlebnis sozusagen? Und ihr habt es den Leuten ja nicht besonders leicht gemacht. Also man konnte ja nicht auf den ersten Blick erkennen, dass es Fake ist. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, so wie ihr es gemacht habt, also auch in dieser Konsequenz, dass man eben nicht sofort, wenn man eine Webseite eingegeben hat, gesehen hat, ist alles nur Fake, hat das die Leute auch überfordert? Oder würdest du sagen, es war der richtige Weg und wir machen es jederzeit oder würden es jederzeit so wieder machen? Also wir würden es definitiv jederzeit so wieder machen. Es ist ein schwieriger Weg, weil du die Leute erstmal im Ungewissen lässt. Es gab einfach einen Zeitraum, ich glaube bis zum 12. Januar dieses Jahr, bis wir es dann aufgelöst haben, wo einfach unklar war, was steckt jetzt tatsächlich dahinter. So. Mit Hilfe der Agentur hatten wir das allerdings ständig gemonitort und waren eben auch bereit, das im Zweifelsfall früher aufzulösen. So, das wäre auch, also das war auch tatsächlich bei den Gedanken immer der Punkt, okay, wenn das irgendwie ausufert oder schief geht, welche Exit-Option haben wir sozusagen? Das haben wir uns strategisch überlegt und das war tatsächlich so überhaupt kein, ja, insofern kein Risiko, sage ich jetzt mal, weil du es halt digital sehr schnell umsetzen kannst. So, also auf dieser Website, die dann umzuschalten von The Rise, hier werden irgendwie Immobilien verkauft, die vom Klimawandel profitieren sollen, zu Stop the Rise, ihr könnt was gegen den Klimawandel tun, nämlich euer Geld in die richtigen Kanäle lenken. Das war relativ einfach umzuschalten. So, die Kommunikation dazu war vorbereitet. Also wir waren da tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, wir hatten es unterm Knopf, aber es war relativ schnell umsetzbar zu machen. So. Uns ging es vor allen Dingen darum, da halt auch schon ein bisschen mit den Emotionen zu spielen, wohl wissend, dass das halt gefährlich sein kann, weil es jemand missverstehen kann. So. Nämlich mit den Emotionen zu sagen, krass, da gibt's Leute, die wollen am Klimawandel Geld verdienen. So. Und diese Emotionen wollten wir tatsächlich gerne wecken, plus natürlich auch den Anreiz schaffen zu sagen, oh, das, was die auf der Website zeigen, wie sich die Küstenlinie verändert, ist das denn real? Also das tatsächlich auch nochmal nachzugucken, auch mit einem edukativen Gedanken dahinter. Und das sind halt tatsächlich Daten, die auch wissenschaftlich belegt sind. Und es gibt ja genug Leute, die den Klimawandel anzweifeln, dass da eben auch nochmal deutlich wird, ja, das ist eine reale Gefahr, dass das passieren kann. Und dagegen gilt es einfach, was zu tun. So. Und da haben wir, glaube ich, schon diesen Aha-Effekt damit auslösen können. Was würdest du sagen, Fabian, so aus Konsumentensicht vielleicht jetzt einfach mal gedacht, sind die Konsumenten, wenn man das jetzt mal so frech pauschal sagen darf, in der Lage, so ein kompliziertes Denken, ja, so eine Ratlosigkeit auch irgendwie mitzunehmen und auszuhalten und dann auch auf die Auflösung zu warten? Ist das was, wo du sagen würdest, das funktioniert oder brauchen wir schnellere Botschaften? Zum Ersten möchte ich sagen, ich finde die Kampagne großartig. Also bei mir kam sie wirklich gut an. Es wundert mich aber fast schon, dass sie wirklich auch im Allgemeinen gut funktionierte, weil wir natürlich in Deutschland möglicherweise nicht das humorfeinste Land sind, um es vorsichtig auszudrücken. Ich habe da selbst schwierige Erfahrungen mitgemacht, die aber im Endeffekt funktioniert haben. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr, da war diese furchtbare Weltmeisterschaft in Katar und mich hat es gestört, dass auch vor allem anfangs wenig kritisch berichtet wurde. Dann gab es kritische Berichte und dann habe ich so Parallelveranstaltungen geschaffen, dass immer wenn Deutschland gespielt hat, habe ich auch einen Livestream gemacht, in dem wir Spenden gesammelt haben für Menschenrechtsorganisationen in der Golfregion. Und ich habe dann angefangen,
so Facebook-Grafiken, du kennst dich damit auch gut aus, so gerade Rechte, die teilen immer furchtbare Grafiken, die haben irgendwie noch nie Photoshop gesehen, die machen das alles in Paint, ich weiß auch nicht warum. Naja, und dann habe ich auch angefangen, so ganz schlimme Grafiken zu machen, und da habe ich auf eine Domain hingewiesen, unter der man angeblich ohne Werbeunterbrechung und in 5 Sekunden schneller die Spiele sehen kann. Also man sieht vor den Nachbarn, wenn Deutschland ein Tor schießt. Die Domain war sportschau.com. Die Domain sportschau.com war nämlich blöderweise von der ARD nicht gesichert, die habe ich mir geholt, und die leitete zu meinem Livestream weiter, und ich habe diese Bilder dann in irgendwelche Facebook-Gruppen geschickt und auch in meine Familiengruppe, und da stand auch immer ganz groß: Bitte teilen, lasst euch nicht verarschen, die wollen nur irgendwie eure Werbeeinnahmen haben, seht die Tore schneller. Und da aber meine Empfehlung, lasst das vorher mal juristisch prüfen, ob das wirklich alles so in Ordnung ist. Ich kam da in eine Grauzone und ich kam da vielleicht mit ein bisschen Mitleid raus, dass die ARD das auch ein bisschen witzig fand. Wäre das jetzt größer geworden, wie Aktionen von euch oder euch, oder das würde vielleicht wirklich ein privatwirtschaftliches Unternehmen dahinter stecken, wären die möglicherweise nicht so kulant gewesen. Und eine andere Kampagne: Ich habe mich mal ironischerweise als Queerbeauftragter in Berlin beworben, weil durch den aus den Koalitionsgesprächen heraus es wird einen Queer-Beauftragten geben. Und ich bin ja selbst Teil der queeren Community und dachte, okay, hier bin ich. Keine Sorge, mache ich. Und dann habe ich auch wieder so Tagesschau-Meldungen gefälscht, und dann haben mir meine Freunde schon gratuliert. und dann wurde eine Petition gestartet, dass ich das werden soll. Und ich hatte noch nie ein Tagesspiegel-Interview. Ich hatte eine Doppelseite im Tagesspiegel, ob ich Queer-Beauftragter werde. Die Antwort ist nein. Also ich habe nicht mal ansatzweise etwas im juristischen oder politikwissenschaftlichen Bereich studiert. Ich werde definitiv der Falsche. Naja, aber das konnte ich ganz gut drehen und auflösen, und jetzt werde ich immer mal wieder eingeladen und darf da mit der Landesregierung über queere Projekte sprechen. Was ich aber sagen will: Ich glaube, ganz wichtig ist so ein gewisses Feingefühl, was mir vielleicht zweimal ein wenig fehlte, das juristisch prüfen zu lassen, und der Zeitfaktor, was du auch gerade erwähnt hattest, dass ihr eine Agentur hattet, die schneller noch hätte das auflösen können als geplant, und dass man das immer monitort und dass man das immer im Auge hat, weil wenn man zu spät und es verpufft, dann ja, dann verpufft es, dann ist die Message auch nicht angekommen. Wenn man es zu früh macht, also vielleicht muss man auch so einen Witz ein bisschen ziehen lassen. Also ich glaube, Zeit ist ganz wichtig, und da braucht es einfach kluge Köpfe, die das täglich mit monitoren und analysieren, und dann kann man auch im humoristischen Deutschland solch eine erfolgreiche Kampagne starten. Die Erfahrung des Timings oder des Nicht-Timings oder nicht optimalen Timings habt ihr auch gemacht mit eurem Song, das eben sozusagen. Einmal so, der Schock war ja erstmal tief. Ne? Du kriegst Sonntagmorgen einen Anruf, da ruft er dich an und sagt: Hey, wir sind aufgeflogen. Und dann, Scheiße. So, wir hatten unheimliches Glück und hatten, weil diese Szene funktioniert halt anders. Ne? Sagen wir so, wenn die schlau gewesen wäre, hätten die gesagt so, ha, so den hier. Aber da die so doof waren, eben halt uns dann nochmal populär zu machen, hatten wir unheimliches Glück. Aber ich glaube so, ein Zeitfaktor ist es immer im Netz, oder? Also gerade Social Media. Und vor allem wird dieser Zeitpunkt, den kannst du ja fast gar nicht mehr bestimmen, weil es jetzt alles nur schnell. Wenn ich TikTok angucke, wird mir schlecht. Ich muss da ja mit arbeiten. Das ist gruselig. Also so, ne? Du hast nur Kurzinformationen, die kann immer aufhören. Deswegen ist es ja auch so, dass viele Menschen sich gar nicht mehr mit Inhalten beschäftigen. Also sie beschäftigen sich nicht wirklich mit der Klimakatastrophe. Auch eine geniale Kampagne, finde ich so, weil ich habe die ja auch schon in Hamburg gesehen, quasi. Und es ist schwierig, halt dieses Social Media wirklich dafür zu nutzen, schnelle Informationen zu geben, die real sind, weil du nicht glaubst, dass es ein Fake ist. Oder umgekehrt, die Leute, die das empfangen, wie sollen die sondieren, was ist jetzt eigentlich richtig, was es war? Und dann kriegst du irgendwie 25 Meldungen zu einem Thema und denkst so, ja, das Geilste suche ich mir raus. So. Also es ist wirklich so. Ich finde, das ist psychologisch echt ein Knacks in unserer Gesellschaft, ja. Social Media. Vielleicht noch kurz zwei Learnings, die ich daraus schließe, auch vor allem auf die Plattform übertragen. Was immer gut funktioniert, ist, die Tools der jeweiligen Plattformen zu nutzen. Zum Beispiel bei TikTok oder auch Instagram kann man auf Videos stitchen, dass man zum Beispiel auf das eigene Video reagiert und sagt: Das haben wir vor einem Monat gepostet und heute erklären wir euch, was es damit auf sich hat. Und wenn man Glück hat, wird dieses Video noch viraler als das vorherige, aber häufig ist das bei Stitches und wenn man eben dieses Tool direkt auf der Plattform nutzt, der Fall. Und das andere natürlich: Ich glaube, man darf nicht über zwei Botschaften hinausgehen. Also es darf auch nicht zu komplex gegliedert sein. Es muss wie in eurem Fall den Fake-Spot geben,
Und dann gibt es die Auflösung. Und nicht noch was dazwischen und irgendein Wirrwarr. Also zwei klare Kommunikationen nach außen und am besten, wenn man Social Medial macht, auch Tools der Plattform nutzen, dass es eben auch vor allem die Auflösung an Viralität gewinnt und sich vor allem auch darauf fokussieren. Nicht nur irgendwie Mediabudget in den ersten Spot stecken und dann hat man aber keinen Cent mehr für die Auflösung übrig, sondern das Gleichgewicht oder sogar die Auflösung noch ein bisschen drüber packen. Glaubt ihr, dass diese Art der Fake-Kampagne, nennen wir es jetzt mal, oder diese Art von Humor, die einzige Möglichkeit noch ist, in diesem wahnsinnigen Overflow an Content, an Kampagnen, an verschiedenen Plattformen überhaupt noch Gehör zu finden? Also ich glaube, dass man immer mehr polarisieren muss mit stichpunktartigen Dingen, die man postet, so. Und auch mit Themen polarisieren muss. Du kannst nichts mehr erklären, das ist das Fiese. Ja. Wenn ich überlege, wir haben bis 2013 einen Blog gehabt. Wir haben, glaube ich, 3000 Artikel darauf gehabt, die alle gut recherchiert waren, lang waren und so weiter. Den mussten wir abschaffen, weil den keiner mehr gelesen hat. So, das heißt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir plakativ arbeiten müssen. Wir müssen kurze Sätze formulieren, damit irgendwer überhaupt Bock hat, das zu lesen. Und damit Botschaften zu vermitteln oder überhaupt Dinge zu vermitteln, die auch wichtig sind, wird immer schwieriger. So. Deswegen nutzen wir das ja auch. Früher haben wir viel erklärt. Heute erklären wir nicht mehr viel. Heute nehme ich ein Meme oder ein Video und sage, hey, das erklären wir euch jetzt. Das dauert 30 Sekunden oder eine Minute. Und dann hoffen wir, dass es irgendwer begreift und vielleicht anschließend sagt, hey, jetzt lese ich mal ein Buch oder ich lese mal im Internet nach, was die da eigentlich meinen. Aber es ist halt, wir leben in so einer schnellen Gesellschaft. Deswegen ist auch diese Szene, die wir da beackern seit 20 Jahren, hat sie sich verändert. Die machen das so klug. Ja, das ist das mit dem Schnitzel von Frau Weide und der Bratwurst. Das kommt an. Die müsste ja lange erklären, so was nehmen wir den Deutschen eigentlich weg oder was macht diese aktuelle Bundesregierung, was nehmen die denen weg? Das will ja keiner hören. Und die Botschaften, die einfach ankommen, und ich glaube, es liegt auch daran, dass viele auch so in ihrer Blase leben, merkt man selber ja auch. Also man versucht ja auch davor zu fliehen. Es gibt einen Satz, der mich wirklich geschockt hat im letzten halben Jahr, weil ich den fast von ihm gehört habe. Wo ich dachte, nee, das kann nicht sein. Nee, ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich habe keinen Bock mehr. So. Das ist ähnlich wie vorhin in eurem Talk. Ich glaube, es war Luisa und nicht du, der das gesagt hat, korrigiere mich. Dass sobald eine Zahl irgendwie in einem Post ist oder so, oh Gott, Hilfe, eine Zahl, also interessiert es niemanden mehr, sondern es muss immer irgendwie ganz schnell gehen und man darf gar nicht mehr nachdenken. Das ist einfach ein Fakt, mit dem wir klarkommen müssen, oder? Ja, und wenn die Leute verloren sind, jetzt ganz im Ernst, die Wählerschaft der AfD, die wir jetzt haben, ich habe mal einen Hals gekriegt, weil ich war auf irgendeinem Panel und alle haben gesagt, wir brauchen Jugendprävention. Ich habe gesagt, nee, das ist falsch. Wir brauchen Erwachsenenbildung und Erwachsenenprävention und müssen die zurückholen. Und ich glaube einfach, die holen wir mit Erklärungen nicht mehr zurück. Diese 18,5%, die in Hessen und hier die Freie Wähler und was ich gewählt haben, die über 30%, und die auch in Zukunft wählen, wirst du nicht mit Erklärungen zurückbekommen. Wir müssen halt irgendwie einen Weg tatsächlich über die neuen Medien finden, dass wir die erreichen. Stimme ich voll und ganz zu. Ja. Emotionen sind wichtig. Und wir dürfen das Feld quasi der Nachrichtenzusammenfassung und einer positiven Bildsprache, das dürfen wir ja nicht den Rechten überlassen. Nee. Ich meine, die Bild-Zeitung in Deutschland ist mit solchen Themen bekannt geworden und ist ja auch das Paradebeispiel, wenn es irgendwie über kurz und knackig und möglicherweise auch oft sehr verdrehende Schlagzeilen geht. Ich glaube, auf der anderen Seite, und das können aber eben auch Unternehmen für ihre Kampagne nutzen, kann man es eben auch im Positiven anwenden. Also ich in meinem täglichen Handeln verkürze auch gerne mal eine Headline und starte mit einem eher reißerischen Beginn in so ein Video, damit ich eben die Aufmerksamkeitsspanne bekomme. Junge Menschen haben mittlerweile auf TikTok eine Aufmerksamkeitsspanne unter 2 Sekunden. Das heißt, du musst eigentlich innerhalb von einer Sekunde die Menschen ansprechen. Und das schaffst du nur mit Emotionen, das schaffst du mit einer starken Bildsprache, das schafft man eben auch mit Spots wie eurem. Ich glaube, Content und auch im Marketing den Content müssen wir uns ein bisschen wie so ein Funnel vorstellen. Und oben gibt es halt die Headline und das reißerisch, womit wir rausgehen, und nach unten eher öffnet sich das und da kommen dann mehr Informationen, so wie ihr auf eine Webseite weitergeleitet habt oder ihr auch. Und durchaus Menschen wollen sich dann noch weitergehend informieren. Vielleicht von den 100 Zuschauenden nur noch 10, aber immerhin die bekommen noch mehr Infos. Aber für die restlichen 90 brauchen wir erstmal eine kurze, knackige
Botschaften. Ich finde es gar nicht, also das ist ja gar keine schlechte oder negative Entwicklung. Das sehen wir auch offline, also auch bei Zeitungen. Meine Oma überfliegt erst immer mal die Zeitungen, was da so steht, und dann geht sie tiefer in die Artikel rein. Und ich glaube, das können wir eben auch nutzen im social-medialen Raum, in der Werbebranche, ohne dass wir das jetzt populistisch tun und Wahrheiten verdrehen. Ja, muss man nur viel dran üben, festgestellt. Ja, das ist so. Ich würde da auch noch einhaken, genau, und sagen, also ich glaube nicht, dass es der einzige Weg ist, Aufmerksamkeit zu generieren heutzutage, aber es ist ein besonderer Weg, weil es sehr stark über Emotionen geht. Das war auch letztlich das, was uns bewogen hat, sich für dieses Kampagnenkonzept zu entscheiden, dass wir sagen, okay, anstatt jetzt die Botschaft, ja, ihr könnt mit eurer Geldanlage was für Klimaschutz tun, zu machen. Die Botschaft steckt ja am Ende drin, aber der Zugang ist deutlich emotionaler, weil man über diese Irritation kommt und darüber denkt, also auf Deutsch gesagt, nicht auf Deutsch gesagt, auf Englisch gesagt, what the fuck, also was passiert da? Darüber eben die Leute wirklich aufzurütteln, anstatt mit einer normalen Werbebotschaft, die heißt, ja, ihr könnt mit eurem Geld auch was Sinnvolles machen und grünes Investieren sozusagen fördern, ist es halt ein anderer Weg. Und deswegen hat uns dieses Thema Emotionen dazu bewogen zu sagen, wir gehen mit dieser Kampagne mit. Aber wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Also könnt ihr jetzt sozusagen zum Normalen zurückkehren und die nächste Kampagne ist eine völlig normale, humorfreie, überraschungsfreie, informierende Kampagne, oder ist es jetzt eher so ein Niveau, wo er sagt, das steht uns gut, so etablieren wir uns auch? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich noch nicht beantworten kann, weil das für uns als Fintech jetzt auch schon viel Geld war, was wir da ausgegeben haben. Also ich habe jetzt gerade nicht das Budget, nochmal so eine neue Kampagne zu planen. Schade. Schade, ja. Kannst du gerne ändern. Nee, wir können gar nichts ändern. Wir brauchen selber Geld. aber da, die Frage wird kommen, weil bei der nächsten Kampagne, wir werden natürlich auch wir arbeiten natürlich an dem Thema weiter, jetzt nicht mehr mit einem großen Budget, also einfach mal, um es auch zu sagen, an Zahlen, da steckt ja ungefähr 1,5 Jahre Arbeit drin in dieser Kampagne. Also es ist nicht so, dass wir sagen wir, coole Idee, jetzt drehen wir mal schnell den Spot und dann los. Also da ist schon viel an Arbeit passiert, damit sowas überhaupt entstehen kann. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, dass wir jetzt dadurch nicht das Image haben, das sind die immer mit Fakes arbeiten. So, also es ist eher, wir sind eher die vielleicht auch mal einen frechen Weg gehen, was natürlich auch als Vermögensverwalter, Finanzdienstleister durchaus ein schwieriger Weg ist, weil wir ja vor allen Dingen auch seriös sein sollen, wenn die Leute das Geld mit uns anlegen sollen. Aber uns ging es eben auch nicht zu sehr nur um das Produkt, sondern auch einfach um das Thema an sich. Also wenn jetzt am Ende der Kampagne Leute sagen, okay, ich investiere nicht nachhaltig mit Grony, aber mit irgendwem anders, sage ich, super. Also uns ging es mehr um die Message als um die Firma. Und ich glaube, es gibt auch dann wieder einen Weg in normales Marketing. So, also. Würdest du sagen, Fabian, dieses Risiko, dass KonsumentInnen das falsch verstehen und nicht kapieren und eben nicht auf der gleichen Humorwelle schwimmen und dann damit verbunden negative Kommentare, negatives Feedback, vielleicht sogar ein Shitstorm oder so, ist das was, wo du sagen würdest, würde ich trotzdem jedem Unternehmen raten, um ja einfach eine andere Art der Aufmerksamkeit zu generieren und man kann die wieder einfangen? Oder glaubst du, dass das schon eine große Gefahr auch ist, dass eben vielleicht die Hälfte das überhaupt nicht versteht und dann sich auf den Schlips getreten fühlt, sich veralbert fühlt, was auch immer? Ich glaube, das Risiko und die Gefahr, dass eine normale Kampagne überhaupt nicht performt, ist viel größer als die Gefahr, dass ein Witz nicht. Danke. Nein. Ja. Meine Mutter ist auch heute. Deine Mutter, okay. Woran ich die ganze Zeit denken muss, am 1. April sehen wir doch, dass eigentlich auch das spießigste Unternehmen in Deutschland irgendwo Sinn für Humor hat. Mal
mehr ja. Sinn und mal sinnloser. Deutsche und Bahn? Ja, auch da funktioniert nicht jeder Gag. Und wiederum, auch da gibt es Gags, die unglaublich funktionieren, wo Menschen noch Wochen danach darüber sprechen. Habt ihr das mitbekommen? 1. April, die und die Brand. Das heißt, am Beispiel des 1. Aprils, wo Deutsche sich mal richtig was trauen, was die Humorkiste angeht, merken Marken doch, sie können weder profitieren sie jetzt unglaublich, dass ich jeder Brand raten würde, ihr müsst so eine Kampagne machen, noch können sie allzu viel verlieren. Eigentlich wäre meine Botschaft auch an die Marken im Raum und Agenturen, das, was ihr da gerne mal pitcht für den 1. April, denkt doch da mal ein bisschen größer drüber nach und macht das nicht unbedingt nur auf diesen einen Tag fokussiert, sondern eben in so eine langfristige, sinnhafte Richtung, wie wir das hier gesehen haben. Ich würde so und so dafür plädieren, dass Unternehmen wieder mutiger werden. Also wir hatten eine Zeit, als Fritz Kohler ist ein gutes Beispiel, die sind sehr mutig. Ja, also die machen ganz klar eine Kampagne in unserem Sinne. So, wir arbeiten leider nicht zusammen, aber so. Und wir haben festgestellt, und das ist auch mit der Entwicklung übrigens jetzt zu sehen, also eine Zeit lang, so vor Corona, wurden Unternehmen mutiger, mit uns zusammenzuarbeiten, egal was wir gemacht haben. Ja, also man hat Kampagnen unterstützt, man hat gesponsert, man hat irgendwie. Seitdem die AfD stärker wird, haben wir auch auf Tournee erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, nee, also wenn da laut gegen Nazis irgendwie bei ist, dann möchten wir das nicht. Wir wissen ja nicht, was passiert. Das heißt, woran ich appellieren würde, wäre eben halt mehr Mut bei diesen Unternehmen. Ne? Nicht immer dieses Ding so, okay, verlieren wir Wähler, wenn wir das Falsche tun, das finde ich ganz schlimm. Sondern auch mal ein bisschen provokanter, so wie Fritz Kohler das vormacht, oder auch ein paar Unternehmen, mit denen wir Spaß hatten, so Völkel und so, die auch sehr, sehr provokant mit uns werben dann. Aber es gibt tatsächlich die Entwicklung zurück. So, also wir stellen das bei uns fest, bei unserem Thema. Wir kriegen ganz schwer ein Sponsoring hin oder so. Also sind alle so, nee, weißt ja, Krise. Dann sagen wir, ja, wir sind auch in der Krise, weil wir haben nämlich auch das letzte Jahr erlebt. So, ja, nee, musst du verstehen, ja, und wir können jetzt uns nicht engagieren und so. Also das finde ich ganz schlimm übrigens. Und da kriegst du auch nicht mit Humor. Also kam bei euch also vermehrt Stimmen, die also so Klimakrisenleugner, die gesagt haben, was erzählt ihr für einen Quatsch bezüglich der steigenden Meeresspiegel oder so? Das hattet ihr nicht. Das hatten wir tatsächlich als Frage. Also bei diesem Frageblock war tatsächlich auch die Frage, ja, vergrätzen wir damit vielleicht auch jemanden, der schon Kunde, Kundin bei uns ist? Gab es aber überhaupt nicht. Also tatsächlich hatten wir da überhaupt keine negativen Reaktionen. Also kannst du das aus Unternehmenssicht nachvollziehen oder unterschreiben, dass du sagen würdest, ja, man macht sich als Marke noch mehr Gedanken, vielleicht Klarhaltung zu zeigen und zu sagen, wir distanzieren uns von ja gesellschaftlichen Strömungen, die offensichtlich immer mehr eine größere Masse finden, oder ist es? Also bei uns ist das definitiv Thema. Also wir sind ein ganz kleines Team, wir sind 20 Leute, sind aber sehr international. Also die Hälfte unseres Teams sind halt Programmiererinnen und Programmierer. Da sind jetzt die wenigsten hier in Deutschland geboren. Also wir sind ein total internationales Unternehmen, und das ist natürlich, wenn wir am Montag ins Büro kommen und es war Wahlsonntag mit den Ergebnissen, wie wir sie jetzt letzten Sonntag gesehen haben, dann ist das natürlich bei uns auch Thema sozusagen. Wir sind jetzt an sich kein politisches Unternehmen, aber es wäre für uns relativ klar, einfach aus unserem Mitarbeiterinnenkreis heraus, dass wir uns da nicht in ja nicht in irgendeiner Art und Weise profilieren würden, die irgendwie jetzt zur AfD oder zum Freien Wählern passt oder dergleichen. Vermisst du manchmal so ein politisches Statement von Marken, vielleicht gerade dann natürlich, wenn es unangenehm wird? Du hast jetzt gerade die WM in Katar zum Beispiel angesprochen, gab es ja viele deutsche Firmen, die da als in jeglicher Hinsicht als Partner, Sponsoren etc. irgendwie auch engagiert waren.
Das Problem ist ja ein anderes. Also Marken positionieren sich ja durchaus immer mal wieder, aber dieses Mal wieder passiert halt eben nur dann, wenn es passt. Und ich kenne das ja selbst auch im Juni, sind alle Unternehmen queer-freundlich und waren es auch schon immer und lieben mich, aber glaubst du gar nicht, wie sehr. Und einen Monat später kennt mich gar keiner mehr. Ja, das kennen wir Und auch. ja, Ja, und das kennen wir. was wir gerade zum Beispiel auch in dem Bereich in den USA schrecklicherweise beobachten, wenn der gesellschaftliche Rückhalt hinter zum Beispiel menschenrechtlichen Themen wie queeren Themen bröckelt, dann bröckelt auch der Support der Unternehmen. Wie zum Beispiel eine bekannte Biermarke in den USA, die auf einmal nicht mehr mit queeren Menschen in der Öffentlichkeit zusammenarbeitet, weil sie gemerkt haben, oh, ein Großteil unserer Kundschaft, die unser Bier gerne trinken, die finden das gar nicht so gut und wir denken dann doch eher an den Umsatz als an Menschenrechte. Und das finde ich schade, weil ich mal kurzzeitig irgendwie gutgläubig, jung und naiv dachte, wir wären da weiter. Und ja, Unternehmen tragen ja auch Verantwortung und können sich zumindest auf so einen grundmenschenrechtlichen Konsens einigen. Und deswegen wäre das jetzt auf die Frage, um darauf zu antworten, mein Appell, positioniert euch. Das muss ja nicht immer, also ich finde ganz viele Positionierungen, die für manche Unternehmen radikal wirken, finde ich jetzt gar nicht radikal. Stimme dir auch zu. Ich glaube, in Deutschland ist Antifaschismus sollte eine Grundhaltung sein, auch bezogen auf unsere Geschichte. So. Und das aber nicht nur nach so einem Wahlsonntag, sondern gerne über das ganze Jahr hinweg. Und ja, also traut euch, seid mutig, aber ich glaube, wenn alle Unternehmen sich wieder auf irgendwie so einen Grundkonsens einigen, dann muss man irgendwann auch gar nicht mehr mutig sein. So, und das würde ich mir wünschen. Und eben nicht immer nur an einem Tag, auf einen Monat bezogen, an einem Anlass, mal losgelöst davon. Auch nicht am 1. April nur einen Witz machen, mal eine lustige Kampagne im Dezember starten. Wir haben das ja auch erlebt. Also wir haben ja Großveranstaltungen auch gemacht, sehr, sehr schön. So auf dem Spielbodenplatz in Hamburg oder Konzerte da, wo wir dann hingefahren sind, da brauchten wir Sponsoren. Und da liegt ja nahe, wenn Leute feiern gehen, wollen sie Bier saufen, also haben wir Brauereien angesprochen. Und man hat uns gesponsert, aber bitte ohne Nennung. Und zwar hat man uns einfach, was weiß ich, für 50 Fass Bier hingestellt, gesagt, kommt, das ist ein Warenwert, aber ihr dürft uns bitte nicht nennen. Und ein Vertreter einer sehr bekannten Marke aus Hamburg, der war ganz nett, und ich habe dann irgendwann mal gefragt, so, warum macht ihr das so? Nee, denkt dran, Nazis trinken auch Bier. Ja. Weiß Bescheid. So. Und da kommst du auch mit Humor nicht weiter. Da geht es an die Wirtschaftlichkeit dann, ne? So, und dann wird überlegt, so, nee, wenn wir das Risiko eingehen, also wir haben es wirklich nicht so leicht, Sponsoren zu kriegen. Uns gelingt es manchmal. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die sagen einfach, no policy. Wir wollen uns nicht äußern. So, es ist, also wir haben auch mal so eine Akquisitionsrunde gemacht, da haben wir 200 Unternehmen angestellt, aber schon länger her. Und es waren, glaube ich, zwei gesprächsbereit für ein Projekt, was wir hatten. Der Rest Interessant. hat gesagt, nee, wir wollen nicht, nee, also es ist zu gefährlich, so. Und das gerade in Zeiten, wo das Buzzword Purpose ja schon irgendwie so überstrapaziert ist, dass es niemand mehr hören kann eigentlich. Ja, also man macht es heimlich oder gar nicht. Also so, nicht alle, wie gesagt, es gibt ja auch ein paar tolle Marken, aber so ist es halt so. Ich wollte meinen letzten Gedanken dazu teilen. Wir haben ja von der Welthungerhilfe gerade gehört, dass die Gen Z, der ich ja auch angehöre, das durchaus schätzt, wenn Unternehmen mit NGOs kooperieren. Ich glaube, es waren über 70%, die das als gut empfinden. Sprich, wenn man, und ich kann das verstehen, Angst hat, sich politisch zu äußern, Angst hat, mit laut gegen Nazis zusammenzuarbeiten, dass man aber doch vielleicht schaut, man kann ja im Kleinen anfangen und man fängt mal an mit einer NGO, die meinetwegen vielleicht ein bisschen allgemeiner sich platziert, eine Kooperation einzugehen. Und dann mal zu tracken, vergraulen wir hier gerade wirklich Kunden oder könnte es sogar einen anderen, einen eher umgekehrten positiven Effekt haben? Ich glaube nämlich, nicht nur die Gen Z schätzt das wert, auch andere Generationen, aber natürlich vor allem die junge Generation nimmt sowas ja durchaus wahr. Und die, ja, du hast recht, Nazis trinken auch Bier, aber die Gruppe, die man dadurch verliert, ist möglicherweise am Ende viel kleiner als eine neue Kundschaft, die man gewinnen kann. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch zum täglichen Geschäft zurück. Aber ich glaube, und es zeigen ja eben auch
die Zahlen, Welthungerhilfe hat es ja heute präsentiert. Es scheint ja zu funktionieren, also warum nicht mal wagen? Aber das ist so wie mit der Humorlosigkeit in Deutschland, den Mut zu haben, sowas zu machen, ist auch ganz schön schwierig hier. Ja, ja, aber also mal ein Produkt in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe zum Beispiel so rauszubringen, also für mich ist das gar nicht mal so mutig. Also ich meine, ich mag die Welthungerhilfe, also soll es nicht so negativ klingen, aber ich glaube, da mal probieren, anfangen, schauen und Zahlen zeigen ja, dass es funktionieren kann.